Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Room. So, Spiel lebt. Ja, jetzt sind wir wieder hier an dem Tisch. Wo in aller Welt bin ich? Das frage ich mich auch gerade. Ein absonderliches Gefühl der Bewegung. Hier oben sind irgendwelche Striche mit Kreuzen. Okay. Okay. Ein Notizblock mit einer Skizze des Null-Elements. Wir gucken mal, wo wir anfangen müssen. Hier. Da ist ein Handabdruck. Ja. Hallo? Dorte. Ein kleines Zahnrad. So, jetzt müssen wir mal gucken, was zum... Hier ist wieder so ein Ding zum Runtermachen. Nein. Da. Ja, no. Okay. Muss ich die hier alle blau machen? Hä? Boah. Also, wir müssen die blau machen. So. Und irgendwas war da noch. So, und das öffnet sich hier. Das heißt, ich müsste das oder das als letztes machen. Wir machen mal das untere als letztes. Oder die zwei allgemein. Ja. Ja, so einfach geht's. Eine Metallkugel. Irgendwas darin ist seltsam. Darin oder daran? So? Da ist was. Okay. Hä? Ah! Das war ein Knopf, lol. Na, wirst du? Jetzt, Dann wieder ein Zahnrad. Schön. Das müsste dann dahin kommen. Okay. Ein merkwürdig geformter Schlüssel. Ein paar alte, verblichene Tarotkarten. Sonst ist hier aber nichts mehr. Okay. Ein Stern. Ja, ein Griff. Und ich kann mit dem nichts machen. Ah, stopp, ich hab's gerade gesehen. Da oben. So, und jetzt?
Okay. Da war gerade was. Hä? Hä? Bitte einmal um Hilfe. Da war schon wieder was. Ich hab's ganz genau gesehen. Da. Ui. Und was ist da unten mit? Nee, hier war das, oder? Ja, so. Und dann war das auf der linken Seite das Ding zum Drehen. Dort. Ja, genau. Eine Metallplatte. Das machen wir erstmal wieder aus. So, die Dinger sehen halt auch richtig nice aus an dem Tisch. Das kommt bestimmt daran. Wer hätte es gedacht? Ein Klavier. Och nö. Das und das. Dazwischen sind drei frei. Ah, ich lag richtig. Ein Münzschlitz. Okay. Sonst kann ich hier erst einmal nichts weiter machen. Jetzt haben wir noch so einen merkwürdigen Schlüssel. Stopp mal, drei Punkte. Das hatten wir doch hier irgendwo. Irgendwo war das doch zu sehen. Wo ist das hin? Hä? Wo ist das mit den Punkten hin? Hä, bin ich so bekloppt gerade? Was waren jetzt die drei Punkte? Vier Notenschlüssel nach unten. Hab ich hier aber nicht. Hä? Hä? Ich verstehe das gerade nicht. Diese Messing-Schieber, die neben dem goldenen Symbol erscheinen sind, müssen eine Bedeutung haben. Ja, ist mir schon klar. Ach, ah. 3 ist ein S, okay. 3 ist... Müsste das hier hinten sein, das da. Können wir nochmal nachprüfen, wo war's? Da. 3, so ein...
Doch, das hat keinen Strich durch, ne? Ja. Dann wieder vier Kreisel mit Kreuz und Dreieck. Also das da und das da. Yay, eine Münze. Auf zum Klavier. Warte, bitte was? Okay, das war einfach. Das war ja recht einfach, muss ich sagen. So, jetzt haben wir Griffe. Wo machen wir die Griffe ran? Das hier sieht halt auch noch sehr merkwürdig aus. Oh Gott, bin ich gerade überfragt. Hier ist aber auch nichts mehr. Durch das Öffnen der Messingplatten auf der Rückseite der Kiste sieht man nun mehr vom Inhalt. Hä? Was für eine Messingplatte? Vielleicht erscheint dir ein Hinweis, wenn ich den sternförmigen Schlüssel nach oben drehe. Wo ist denn dieser sternförmige Schlüssel? Der hier. Oh lol. Wenn ich den Schlüssel nach oben drehe, erscheinen zwei Symbole in der Öffnung hinter der Messingplatte. Ja. Und jetzt? Auf dem ist eine Blume, auf dem ist auch eine Blume. Ich denke, ich muss die Drehscheibe hinter den Messingplatten in den Symbolen, was? Ausrichten, die gezeigt werden, wenn die sternförmige Schüssel nach oben zeigt. Welche Messingplatte? So, keine Ahnung, was ich hier machen muss. Aber die Folge ist hiermit auch erstmal zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt. Genießt den Tag und bye bye.
Rockstar Dancer.